Hey Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um das RSA-Problem. Das bedeutet, wir fangen offiziell mit RSA an. Natürlich werden wir heute erstmal klären, worauf RSA überhaupt beruht. Und das ist das sogenannte RSA-Problem. Davor müssen wir uns allerdings noch ein Problem angucken, nämlich das Faktorisierungsproblem, auf dem das RSA-Problem beruht. Das heißt, wir haben sozusagen ein Problem, das auf einem Problem beruht, das wiederum auf einem Problem beruht und so weiter und so fort. Und wir nehmen am Ende einfach an, dass die Probleme allesamt hart sind bzw. schwer zu lösen sind, also nur effizient mit Brute Force lösbar sind. Und das ist nicht wirklich effizient und deswegen nehmen wir an, dass RSA sicher ist. Ist ein bisschen schwammig, gebe ich zu. Und sobald Quantencomputer draußen sind, haben wir die Annahmen sowieso alle nicht mehr. Deswegen haben wir da alle ein Problem. Aber wie gesagt, ich werde für die Leute, die nicht zugeguckt haben, die letzten paar Videos, ich werde euch auch postquantensichere, also sichere Verfahren vorstellen, die wahrscheinlich nicht von Quantencomputern gebrochen werden können. Noch ist keiner draußen, deswegen können wir nicht sagen, ob es vielleicht funktioniert oder vielleicht auch nicht. Aber fangen wir jetzt erstmal an. Ich habe genug gelabert, eine ganze Minute. Und zwar mit dem Faktorisierungsproblem. So, das Faktorisierungsproblem sieht wie folgt aus. Ich schreibe es hier einfach mal hin. Und zwar folgendes. Wir haben was gegeben und wir suchen mal wieder was. Also nehmen wir mal an, ich habe ein n, das keine Primzahl ist. Und von dieser Nicht-Primzahl gibt es natürlich immer Faktoren, also irgendwelche P und Q, sodass P mal Q gleich N ist. Wobei hier, Achtung, extra noch dazu gesagt wird, P und Q müssen beide echt größer als 1 sein, damit nicht dieser triviale Fall rauskommt, 1 mal groß N ist auch groß N. Das wäre ein bisschen dämlich, also das wollen wir rauslassen, sonst wäre das kein Problem, sonst wäre das wirklich sehr, sehr einfach lösbar. Und ja, das ist das Faktorisierungsproblem. Es ist schwer, diese P und Q zu finden, sodass P mal Q groß N ist. Schwer oder hart bedeutet in dem Fall allerdings nur, dass es Brute Force die einzige effiziente Möglichkeit ist, das Ding zu lösen. Wenn ihr jetzt allerdings P und Q ungünstig wählt, sagen wir mal, P ist irgendwie, keine Ahnung, 2222 oder sowas und Q ist irgendeine andere Zahl, Q, lassen wir einfach mal Q sein, dann habt ihr es relativ einfach, diese Faktoren zu finden oder irgendwelche Faktoren. Es geht ja nur darum, irgendwelche Faktoren zu finden. Es geht ja nicht um dieses spezielle P und dieses spezielle Q. Und der Trick ist dann dabei, einfach zu sagen, N ist ja logischerweise, wenn P 2222 ist es P eine gerade Zahl. Und wenn ich eine gerade Zahl mit irgendwas multipliziere, kommt am Ende auch wieder eine gerade Zahl raus. Sprich, einer dieser Faktoren ist auf jeden Fall dabei. Und am Ende bleibt noch diese 1111 mal Q übrig. Und dann habe ich 2 als mein erster Faktor und das hier hinten, den Rest, ich kann einfach n durch 2 teilen, das kriege ich sehr, sehr schnell hin. Das heißt, das war absolut kein schweres Problem, weil wir einfach von unten nach oben durchgegangen sind. Sprich, wir haben alle Primzahlen durchsucht und haben direkt mit der 2 einen Faktor gefunden, was echt easy war. Was man deswegen macht, ist folgendes. Also wir wollen ja, dass das Problem hart ist. Darauf beruht ja im Prinzip unsere ganze Verschlüsselung. Und was man deswegen macht, ist, man wählt P und Q so. Wähle P, Q, große Primzahlen. Und dann brauchen wir wirklich sehr, sehr lange, die zu finden. Und mit groß meine ich hier wirklich verdammt groß. Also ihr könnt euch mal vorstellen, es gibt RSA 1024 und es gibt RSA 2048 und noch ein paar andere natürlich. Und jetzt nehmen wir diese 1024 oder 2048, das sind unsere Sicherheitsparameter. Ja? Und die Sicherheitsparameter im Fall von RSA bedeuten zum Beispiel, oder im Fall von diesen Primzahlen faktorisieren, bedeuten, dass Betrag von P gleich unser Sicherheitsfaktor N ist. Also dass unser P als Binärzahl 1024 Stellen hat. Und das bedeutet, dass unser P immens groß ist. Ihr könnt gerne mal 1024 Stellen für eine einzige Zahl benutzen. Mal gucken, was dabei passiert. Genauso wie für Q, da brauchen wir auch Betrag Q ist gleich N. Also genauso groß wie dieses P. So, wie finden wir die Primzahlen? Das werden wir am Ende von unserem RSA-Kapitel machen, denn das ist sehr, sehr schwierig und relativ kompliziert. Jetzt möchte ich euch wahrscheinlich, wollt ihr das auch, erstmal vorstellen, wie RSA dann funktioniert. Aber davor brauchen wir noch das RSA-Problem. Bisher haben wir nur
unsere RSA bzw. unser Faktorisierungsproblem, und auf diesem Faktorisierungsproblem beruht das RSA-Problem. Also das hier oben war das Faktorisierungsproblem. Jetzt wollen wir uns das RSA-Problem angucken. Das ist ein bisschen anders und zugegeben, es sieht ganz komisch aus, aber es funktioniert in der Praxis und haben sie lange genug dran rumgedoktert, als dass es ziemlich gut ist eigentlich. Also man hat bislang immer noch irgendwie nichts gefunden, was dieses RSA-Problem bricht, außer einem Algorithmus, der nur auf Quantenrechnern funktioniert. Wie gesagt, wenn Quantenrechner draußen sind, dann müssen wir sowieso alles umstellen. Okay, und zwar das RSA-Problem ist folgendes. Wir nehmen uns einen Modulus und den nennen wir groß N. Und der ist wieder mal unser P mal Q. So, und jetzt definieren wir uns noch ein Phi von N. Und dieses Phi von N, das sieht so aus. Phi von groß N wird definiert, also einfach, das ist gleich, das berechnet sich so, aus Q minus 1 mal P minus 1. So, Achtung, Q und P waren davor Primzahlen. Das bedeutet, in jedem Fall waren sie ungerade. Das heißt, Q minus 1 und P minus 1 sind beide gerade. Also Phi von N ist auf jeden Fall gerade. Das macht aber nichts, das ist völlig in Ordnung. Und was wir jetzt tun, ist, wir suchen uns E und D so, dass sie beide größer 0 sind. Und der größte gemeinsame Teiler, das erinnert euch vielleicht an die Grundschule, gab es das glaube ich sogar schon. Der größte gemeinsame Teiler ist ziemlich wichtig bei RSA. Ich schreibe es jetzt einfach mal kurz fertig hin. Größter gemeinsame Teiler von Phi von N und E muss 1 sein. Das heißt, die beiden sind teilerfremd. Okay? Das ist ganz einfach. Einfach für E auch eine Primzahl nehmen. Und schon habt ihr eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze teilerfremd ist. Und was wir dann noch wollen ist, Achtung, jetzt wird es nochmal schwieriger. E mal D soll 1 sein. Wie kann es, Achtung, modulo Phi von N dann aber. Wie kann das Ganze möglich sein? Naja, sagen wir mal, E ist 10.000 und D ist 1 durch 10.000. Dann haben wir E mal D ist 1. Solche Inversen, Achtung, D ist jetzt hier auch eine ganze Zahl. Also wir haben nur ganze Zahlen hier. Aber solche Inversen gibt es automatisch dadurch, dass wir hier Modulo rechnen. Das bezieht sich wieder auf das, was ich euch mit den zyklischen Gruppen erzählt habe. Also ihr erinnert euch, in Z2 zum Beispiel hatten wir nur Zahlen 0 und 1 drin. Und 1 war sozusagen das selbstinverse Element, glaube ich zumindest. Also 1 plus 1 wäre 0 gewesen. Okay, schlechtes Beispiel. 1 ist nicht das inverse Element zu sich selber. Nehmen wir hier noch die 2 dazu. 2 ist in diesem Fall das inverse Element für 2, witzigerweise. Das heißt, man könnte hier E auf 2 setzen und D auf 2 setzen. Logischerweise ist es viel zu klein und das wäre dann auch nicht teilerfremd und so weiter und so fort. Aber nur, dass ihr mal das Inverse versteht. Denn 2 mal 2 ist 4. Das bedeutet, wenn ich modulo rechne, habe ich 2 und die 3 ist wieder die 0 und die 4 ist die 1. Und ein inverses Element bildet dann immer auf 1 ab. Also wir sehen hier, dass wir wieder bei 1 rauskommen. Das heißt, 2 mal 2 ist 1 in diesem Fall, witzigerweise. Okay, ja, also 2 mal 2 ist nicht immer 4, das kommt auf den Körper drauf an. Ist so ein Mathematikerwitz, glaube ich. Okay, das heißt, wir haben jetzt diese ganzen Sachen hier gegeben und der größte gemeinsame Teiler von E und Phi von N, das bedeutet, sie sind teilerfremd, ist 1. Also, die haben auch nicht wirklich was miteinander zu tun. Zum Beispiel P und Q waren auch teilerfremd. Also, der größte gemeinsame Teiler von P und Q war in dem Fall auch 1, denn P und Q waren ja beides Primzahlen. Hier muss man ein bisschen mehr vorsichtig sein, denn Phi von N ist definitiv keine Primzahl. Das ist ja insbesondere auch gerade. Und deswegen darf E nur sehr, sehr wenige Zahlen sein, aber man kann sich da ein paar Zahlen kann man sich aussuchen. Ich glaube, 2 hoch 16 plus 1 wird häufig genommen, aber da dürft ihr mich jetzt nicht drauf festnageln. Das weiß ich leider nicht so genau. So, normalerweise macht das auch ein Algorithmus für euch. Okay, und ja, jetzt haben wir das RSA-Problem, dass es schwierig ist. Ich schreibe gerade mal noch das Spiel hier hin. Also es gibt wieder mal eins von diesen berüchtigten Spielen. Wir haben hier unseren Challenger C und hier drüben haben wir unseren Angreifer A. So, ich mache die mal ein bisschen kleiner, dass die auch miteinander kommunizieren können, sonst wird es ein bisschen komisch. So,
Und das hier ist jetzt unser Challenger und das ist unser Angreifer A. Ich schreibe es gerade mal rein. Okay, und wenn die beide jetzt miteinander kommunizieren, dann schickt erstmal der Challenger N, E und Y rüber. N, E und Y. Wobei Y perfekt zufällig gewählt wurde. Also einfach random. Ich schreibe jetzt da Y aus Rand hin, aber im Prinzip kann man das auch, ja, muss man eigentlich nicht hinschreiben. Okay, super. Und jetzt nehmen wir das, also alle drei, und schicken es dem Angreifer. Und das, was der berechnen soll, ist Folgendes. Der soll uns ein X berechnen. Textbox. Der soll uns ein X berechnen, sodass X hoch E, also das E, was wir bekommen haben hier oben, sodass X hoch E gleich Y ist. Das war auch das Y, was wir hier benutzt haben. Und zwar modulo groß N. So, also soll jetzt unser Angreifer dieses X berechnen, sodass X hoch E gleich Y ist. Jetzt seht ihr hier wieder diesen diskreten Logarithmus, denn wenn er den diskreten Logarithmus ziehen könnte zur Basis x, also log x von x hoch e gleich y, beziehungsweise ich mache es mal ausführlich hier. Okay, jetzt nehmen wir einfach mal diese Gleichung. Das ist ja im Prinzip das, was der Angreifer berechnen möchte. Rein mathematisch gesehen kann er jetzt hergehen und sagen, okay, ich habe ja mein e gegeben. Das Einzige, was ich suche, ist mein x. Und im Prinzip brauchen wir überhaupt keinen Logarithmus, fällt mir gerade auf. Im Prinzip reicht es, wenn wir die Ete-Wurzel, das ist schlecht, ich kann keine Ete-Wurzel ziehen. Nehmen wir Ete-Wurzel von y. So, im Prinzip würde das ja reichen. Aber das ist auch nicht effizient lösbar, zumindest nicht innerhalb Modulo n. Und dieses Modulo n bezieht sich übrigens jeweils auf beide Seiten. Also wir rechnen nicht eine Seite Modulo n und die andere rechnen wir nicht Modulo n. Das wäre ein bisschen blöd. Okay, ja, das ist das RSA-Problem, basiert auf dem Faktorisierungsproblem. Könnt ihr gerne mal euch ein Spiel überlegen, wie man mit dem RSA-Problem das Faktorisierungsproblem bzw. umgekehrt lösen kann. Und ja, viel Spaß damit und nächstes Mal geht es logischer weiter mit Textbook RSA. Warum Textbook RSA? Naja, RSA, so wie wir sie nächstes Mal machen, ist eigentlich gar nicht sicher, aber so wird sie bislang immer gelehrt, sage ich jetzt mal. Aber wir werden natürlich auch noch Verfahren machen, also RSA-Verfahren, die dann wirklich CCA-sicher sind. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.